die Erde. Oder wie der Rest des Weltganzen sie nennt, die Kugel der Träume. Ihre Bewohner verbringen so viel Zeit mit Schlafen und Träumen. Ihre gewaltige Einbildungskraft schwebt davon, aufgeladen mit schöpferischer Energie. Wohin entweicht all das? Es wandert durch einen zerebral-bilikalen Strang aufwärts, sammelt sich und verschmilzt mit der Energie all der anderen Träume. Und etwas Wunderbares passiert. Es entsteht eine Welt, eine ätherische Traumlandschaft voller Abenteuer und Möglichkeiten. Und dahin kannst du jetzt gehen. Bei Little Big Planet bist du eine niedliche Zack-Figur. Da, das bist du. Ziemlich süß. Du läufst ziemlich viel umher bei Little Big Planet. Da ist Tempo angesagt, also nicht trödeln. Zum Gehen benutzt du den linken Stick. Nur leicht antippen für kleine Babyschrittchen oder ganz durchdrücken, um wie von der Tarantel gestochen zu rennen. Und denk an die 3 S. Springen, springen, springen. Tippe die Aktionstaste kurz an für einen kleinen Hüpfer oder halte sie gedrückt für einen Riesensatz. Und los geht's. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und somit auch dem letzten Projekt für die PS3. Ja, ich denke mal, meine Tipps könnten eventuell eindeutig gewesen sein. Denn ich möchte euch jetzt ein Spiel vorstellen oder zumindest beginnen. Wir sind auch schon mittendrin, wie man sieht, ne? Hier, da bin ich übrigens. Was für mich eigentlich schon eine ziemliche Bedeutung hatte. Nämlich, ja, Little Big Planet, wie ihr unschwer erkennen könnt natürlich. Wie auch schon im Titelbildschirm gestanden hatte. Und ja, Little Big Planet war damals ein Spiel, also eins der frühen Spiele. Oder eigentlich nicht, ja doch, eins der frühen Spiele für die PS3 auf jeden Fall. Und eins der ersten bedeutsamen, würde ich auch fast sagen. Also davor kamen halt nicht so viele Spiele raus, die jetzt, wo man heute darüber spricht und die halt irgendwie langlebig waren. Aber Little Big Planet hat es auf jeden Fall geschafft, diese Sackboys als, ich sag mal schon fast Maskottchen für die PS3 zu etablieren. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 Teile, dann nochmal ein Teil für die PS4 bzw. PS5, also Sackboys Adventure. Und es gibt noch, ich glaube, für die PSP gibt es, PSP sag ich schon, für die PS Vita gibt es, glaube ich, noch einen Teil. Und für... keinen anderen Teil mehr als Plattformer, aber ein Kartspiel gibt es, glaube ich, davon. Mod Nation Race, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, oder? Ja, und auf jeden Fall, es ist ein Spiel, das sprüht einfach vor Liebe, ne? Mal gucke ich das an, wie liebevoll es alles gemacht hat, die musikalische Untermalung. Das Intro, ne? Und ihr werdet im Spiel auch viele, viele, ja, lustige Sachen sehen, sehr charmante Sachen. Also wirklich ein sehr, sehr charmantes Spiel. Und tatsächlich, eins, wie gesagt, der wenigen PlayStation 3 Spiele, die, als ich damals eine PlayStation 3 hatte, auch gespielt habe, weil ich habe mir die damals 2008 habe ich mir die damals von meinem ersten Ausbildungsgehalt geholt, genau. Und habe die PS3 ziemlich lange stehen lassen, weil ich einfach keine Spiele hatte. Und ja, durch Julia tatsächlich, ne, weil die hat gesagt, Little Big Planet sieht so toll aus. Also ganz frisch kennengelernt damals noch, ne. Hatte ich mir das dann auch wegen ihr dann geholt, damals auch zusammen durchgezogen. Es war halt einfach geil, ne. Und das letzte Mal, als ich das gespielt habe, das ist nämlich gerade für mich voll nostalgisch, ne? Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, war natürlich damals das allererste Mal durch, ne? Dann, dann mit Julia entsprechend zusammen. Dann im Let's Play Together, was auch noch auf meinem Kanal, glaube ich, rumgeistert, wenn das nicht auf Julias Kanal hochgeladen ist. Was auch irgendwann, ich glaube, im frühen 2010, 2011 vielleicht, was wir da gemacht haben. Kann auch 2012 gewesen sein. Und seitdem habe ich das nur noch mal kurz gespielt, weil ich da doch noch die Platin-Trophäe irgendwann geholt habe. Und ja, es ist eigentlich vom Spiel her, also vom reinen Gameplay her, ist es nichts Besonderes. Ne? Es ist ein Plattformer, ne, wo man dann hier hinterher noch mal so ein bisschen mit der Umgebung agieren kann. Man kann überall Sticker hinkleben. Aber ich finde, es ist halt einfach so unfassbar charmant. Die Steuerung ist die Hölle, wirklich. Aber frühes PlayStation 3-Spiel, seht ihr, das ist die Six-Axis-Steuerung vom PlayStation 3-Controller. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe, sobald ich die Liste gemacht habe, der PlayStation 3 Spiele, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Ups, cool, ich halte mal kurz die Klappe. Sehen, wenn du so hier herumläufst. Also musst du wissen, wie man sich in Schale wirft. Oder in Sackleinen.
drücke die Menütaste, um dein Poppet aufzurufen. Das Poppet ist das praktischste Werkzeug, seit irgendein Schweizer ein Messer mit Schraubenzieher erfunden hat. Na, Lust, es mal auszuprobieren? Ja, es ist halt alles so Spielereien. Oh, Entschuldigung. Die Symbole im Poppet-Menü. Wähle mit der Aktionstaste eins aus. Wie zum Beispiel Charakter anpassen. Dann gelangst du auf die Charakter anpassen Seiten, wo du die allerneueste Sackleinen-Kollektion vorfindest. Wähle mit dem linken Stick etwas aus, das allen sagt, ich bin halt eine Sackfigur. Na und? In dieser Little Big Boutique findest du zahllose Modestile, manche genial, manche fatal. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, welche Klamotten am besten zu deinen Ohren passen, dann wähle einfach das Symbol, mit dem du automatisch eingekleidet wirst. Die Zurücktaste bringt dich aus dem Poppet zurück in den letzten Level. Nochmaliges Drücken schließt das Poppet ganz. Wow, in der Aufmachung wirst du sicher Aufmerksamkeit erregen. Oder dich zum Narren machen. Ja, da wurde eigentlich schon ein Spielelement angesprochen. Also wir haben natürlich die absolute Freiheit. Ich glaube, Sinn des Spiels ist auch eigentlich irgendwo seine Kreativität freien Lauf zu lassen. Und da ich sowas nicht habe, ne? Also sowas ist für mich einfach Spielerei. Brauche ich nicht. Ne? Mir geht's ums Spiel. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, nein, ich möchte das nicht nochmal anhören. Als ich damals die PlayStation 3 spiele, vor langer, langer Zeit, das ist übrigens Speicherpunkt, ne? Wenn ich jetzt sterbe, würde ich dann da wieder ja quasi aufwachen. Ja, habe ich mich schon voll drauf gefreut, das Spiel hier zu spielen. Das habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben, ne? Jetzt wird's langsam Zeit, in Bewegung zu kommen. Wenn du deinen Wireless-Controller neigst, bewegst du dich. Drücke den linken Stick, um entweder den Kopf oder das Becken zu bewegen. Du kannst auch die Mimik deiner Sackfigur ändern, und zwar mit den Richtungstasten. Komm schon, schenk uns ein Lächeln. Drücke die Oben-Taste. Siehst du? Du bist glücklich. Drücke die Unten-Taste und du wirkst wie am Boden zerstört. Oh je, wie ein Häufchen Elend. Drücke die Links-Taste und du siehst ängstlich aus. Huch, was war das? Drücke die Rechts-Taste und du wirst richtig böse. Bei gedrückten Gliedertasten kannst du mit dem linken Stick und dem rechten Stick deine Arme steuern. Du kannst den bösen Blick wieder abstellen, wir sind beeindruckt. Ja, das ist die Interaktion mit anderen Leuten, weil es gibt ja natürlich auch einen Koop-Modus, man kann zusammen durchzocken. So, und jetzt sind wir eigentlich erst fertig, ne, quasi mit dem Intro. Na, man kann das Spiel Koop zocken, man muss es sogar Koop zocken, um alles zu sehen. Aber das spare ich mir jetzt. Ach, guck mal. Sowas wie deine eigene Bude. Hier kannst du zwischen deinen Abenteuern und Ausflügen chillen und sie ganz nach deinem Geschmack einrichten. Der Controller, das Ding da vorn, ist dein Zentralcomputer, dein Inventar und Zugriffsgerät. Schalte ihn ein, indem du dich davor stellst und die Menütaste drückst. So, machen wir mal. Stell dir vor, du bist bei Little Big Planet und sollst dir einen noch fantastischeren, kreativeren Ort voller fesselnder Abenteuer, toller Charaktere und genialer Möglichkeiten vorstellen. Unmöglich. Alle Vorstellungskraft liegt hier. Und was du damit tust, liegt allein an dir. Baue neue Level und erweitere deine Umgebung. Sammle die vielen Werkzeuge und Objekte ein und drücke dieser Welt deinen Stempel auf. Oder hab Spaß an den Leuten und den Rätseln, die sie erstellt haben. Little Big Planet ist die Verkörperung deiner perfekten Traumwelt. Also lass deiner Fantasie freien Lauf mit einem einfachen Druck auf die Aktionstaste. So, das will ich jetzt aber noch gar nicht.
So, erstmal nochmal, ne, Grundprinzip vom Spiel, weil ich werde einen Großteil davon nicht nutzen, ne? Also ich werde im Endeffekt den Singleplayer-Modus durchspielen, als Einzelspieler, wo bemerkt, weil die Server sind, glaube ich, tot. Also da, was geil hier ist an dem Spiel auf jeden Fall, man kann es auch im Couch-Koop zocken. Das heißt, ich könnte jetzt Julia sagen, hier setz dich bitte neben mich und spiel mit Little Big Planet. Sie könnte sich einfach einen Controller in die Hand nehmen, zweiten. Und ja, könnte da mit mir zusammen spielen. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Nee, aber wegen Kreativität, also dadurch, also daneben, dass wir halt uns selbst kreieren können, wie wir wollen. Wir finden hinterher noch total viele Gegenstände zum Dekorieren. Können wir hier noch unsere Schaltzentrale bis zum Ultimo dekorieren? Das werde ich vielleicht irgendwann mal ein bisschen machen. Und das Hauptaugenmerk nämlich sind eigentlich die Community-Level. Deswegen, der erste Teil ist schade, dass man es eigentlich nicht mehr machen kann. Weil da gab es schon echt witzige Level. Also es gab da glaube ich, auch auf jeden Fall eine Trophäe. Dass man irgendwie ein Level selbst erstellen muss, dass man da Herzen bekommt und sowas. Und ich glaube auch, da gab es eine Trophäe, dass man irgendwie 100 oder 200 Level spielt. Und da waren echt geile Sachen dabei, muss ich sagen. Und was noch geiler ist, ne? Die Entwicklung von Little Big Planet. Ja, guck mal, ich gestikuliere mit der Hand. Das seht ihr beim Sackboy, ne? Wenn ich jetzt rede. Die Entwicklung von Little Big Planet innerhalb der einzelnen Teile. Was halt die Möglichkeiten des Levelbauens betrifft. Also ich selbst war immer faul, ne? Ich habe eigentlich nie Level gebaut, aber ich habe immer sehr davon gezerrt, was andere gemacht haben. Und ich habe das zwar meistens dann auch auf die Trophäen beschränkt, muss ich sagen, ne? Ich habe dann, als ich die Trophäen dafür hatte, dann auch nicht mehr weitergespielt. Aber das war echt schon eine coole Zeit, ne? Also da gab es echt richtig geile Sachen. Gerade, wie gesagt, in den späteren Teilen. Hier war es meistens halt Jump'n'Run. Und ihr könnt wahrscheinlich bei YouTube jetzt noch so viele Videos sehen, was man da für Level bauen kann. Aber wie gesagt, das wird man jetzt hier alles im Let's Play nicht sehen, sondern ich widme mich ganz normal dem Singleplayer-Modus, ne? Das sind schon ein paar Level auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber gerade gar keine Vorstellung mehr, wie lang das Spiel ist, also wirklich gar nicht. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir legen auch einfach mal los. So, widmen uns der Geschichte. Du gehörst zur kontaktfreudigen Sorte, was? Hier hast du einen der Meisterschöpfer getroffen. Die kümmern sich um Little Big Planet, wenn du wach bist. Das hier ist der König der Gärten. Drück die Aktionstaste und sieh, was er heute für uns hat. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Ich glaube, das ist jetzt quasi eine Welt, die Gärten, ne? Und da gibt es ja nochmal einzelne Level drin. Und man sieht da oben schon 0% gewonnene Bastelmaterialien und Preise. Das heißt, innerhalb der einzelnen Level kann man natürlich auch Sachen finden, ne? Also hauptsächlich dekorative Sachen, womit wir entweder Sackboy verschönern können, unsere Schaltzentrale verschönern können. Oder auch Objekte, die wir dann hinterher fürs Level basteln nehmen können. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal schon mal rein. Das ist ein Little Big Planet Siegel. Es ist ein Abzeichen, ein Kartenhilfspunkt, der dir zeigt, wo ein Meisterschöpfer etwas Tolles für dich gemacht hat. Wähle das Siegel mit der Aktionstaste aus und dann viel Spaß. Ich kann euch auch beruhigen, das Gebrabbel ist jetzt nicht die ganze Zeit so, ne? Nicht im ganzen Spiel, sondern jetzt natürlich gerade am Anfang. Und ja, hier bei der Einführung, da sieht man zum Beispiel unten an dem Kreis von dem Level erstmal unten einen goldenen Sackboy-Kopf. Das kann man schlecht erkennen, das ist runde auf der rechten Seite, ne? Das bedeutet eigentlich nur, dass ich das Level geschafft habe. Und auf der linken Seite dieses Peak, das ist, glaube ich, ein Peak, ne? Das heißt, ich habe das Level geschafft, ohne zu sterben. Das könnte eine Challenge sein, die ich vielleicht machen wollen würde. Mache ich aber nicht, nein, weil das ist teilweise echt die Hölle wegen der verkorksten Steuerung hier in dem Spiel. ich werde sterben, ich werde häufig sterben, das glaube ich schon. Ja. Aber widmen wir uns jetzt erstmal dem ersten, oder dem eigentlich ersten Level, nämlich dem Level Erste Schritte. Und ich freue mich jetzt schon auf die Musik. Alter Vater. Und hier können wir jetzt eigentlich normalerweise auch sehen, wie unsere Freundesliste das Level abgeschlossen hat. Können wir jetzt aber leider nicht machen. Und hier sieht man auch, okay, 18 Objekte kann man hier sammeln. Levelabschluss Geschenke kann man hier sammeln. Und wenn man nochmal alles gesammelt hat oder alle Geschenke gesammelt hat, was auch immer das ist. Ich denke mal, das wird das hier oben sein, die 18 Stück, die wir da holen können. Ja, oder auch nicht. Dass man da auch nochmal was bekommt. Und die Glanzleistungsgeschenke. Glanzleistung bedeutet nämlich, glaube ich, genau das, was ich gesagt habe. Nämlich, wenn man das Level schafft, ohne zu sterben. Aber wie gesagt, den Anspruch erheben wir nicht. Ich will jedes Level einfach nochmal durchspielen. Ah, die Mucke in dem Spiel ist auch so gut, ne? Also grafisch finde ich das Spiel eigentlich echt angenehm. Störung ist wirklich die Hölle. Also für einen Plattformer, ne, der jetzt so Mega Man oder sowas könnte, ist es wirklich die Hölle. Aber die Aufmachung, die ist halt schon mega charmant, ey. Willkommen in meinen Gärten. Sie sind allesamt meine Kreation. Meine Frau, die Königin, hat hier und da geholfen. Dich erwartet ein großes Abenteuer. Viel Erfolg dabei. So. Und da geht's schon los.
Alter, ich fühle mich gerade wieder wie 22, das Spiel das erste Mal gespielt habe. Hi, ich bin Dumpty. Mal sehen, wie du rennen und springen kannst. Senkrand. Hältst du die X-Taste gedrückt, springst du weiter. So, und hier können wir zum Beispiel schon mal was dran klatschen, wenn wir was hätten. Hab ich was? Du hast noch nichts gesammelt, das hier hinter ist. Ja, super. Weil diese, ja, ich sag mal, wie nennt man das denn? Pappdinger? Wenn wir da jetzt einen Stiefel oder einen Schuh dran kleben würden, dann würde was passieren. Haben wir aber leider noch nicht. Deswegen mal gucken, ob wir was sammeln können. Schön einsammeln. Ach so, ein bisschen Physik gibt's hier auch immer. So ein paar Physik-Engines. Sammel diese Punkteblase, um Punkte zu erhalten. 5 oder mehr in schneller Folge bringen. Einen Punktemultiplikator. Ob ich das schaffe. Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. Und das Spiel aber mal ein bisschen mit der Perspektive. Es kann zum Beispiel sein, dass hier hinter den Hindernissen was ist.